Wir sitzen hier am Tirolberg mit Vincent Griechmeier, einem der Topstars aus dem ÖSV. Wenn wir kurz einmal schauen auf seine Oberschenkel, angeblich sind das eine der mächtigsten im ganzen Skiweltcup, stimmt das? Das müssen andere entscheiden, nicht ich. Ich schaue nur auf mein Training, auf mein Sommertraining, versuche das Beste umzusetzen und ja, ich kenne jetzt nicht die Werte von den anderen Nationen und interessiert mich auch nicht. Wie viel Umfang misst dein Oberschenkel? Keine Ahnung. Hast du keine Ahnung? Das wissen auf alle Fälle die Verantwortlichen, die was für unsere Rennanzüge zuständig sind, weil die messen uns ständig ab, aber ich habe jetzt noch nie auf meine Werte geschaut. Wie viel wichtig ist die Kraft darunter, vor allem auch in der Abfahrt, aber natürlich auch im Super-G? Wie ist das Gelände? Ist das kräfteraubend? Natürlich ist die körperliche Verfassung sehr wichtig, aber ja, man muss einfach, wurscht, ob man gut beieinander ist oder nicht gut beieinander ist, das Beste rausholen und das werde ich versuchen. Ich darf dich ans Weltcup-Finale hier in Aura erinnern. Du hast ja hier Siege gefeiert. Wie groß ist da eigentlich das Selbstvertrauen? Kommt man dann einfach ein bisschen relaxter hierher? Ja, vielleicht schon. Also natürlich waren es andere Voraussetzungen. Die Pistenpräparation war ein bisschen anders, die Streckenlänge war anders, weil es zweimal verkürzt war. Aber ich fühle mich sehr gut. Ich weiß, dass mir das Gelände entgegenkommt und ich versuche das umzusetzen, was ich drauf habe. Und dann bin ich sicher sehr zufrieden. Wie gut hast du dich akklimatisiert hier? Sehr gut. Wir haben den Vorteil gehabt, dass wir am Samstag schon rum waren und ich glaube, den haben wir auch sehr gut genutzt. So ein TV-Zuschauer ist noch immer die Schrecksekunde auf der Streif von dir in Erinnerung. Den Schock, den hast du hoffentlich weggesteckt. Nicht? Ja, 5 Minuten nach dem Rennen war das vergessen. Natürlich habe ich es analysiert, aber wie man gesehen hat, habe ich mich in Garmisch schon wieder sehr gut präsentiert und das versuche ich auch hier zu machen. Zurück hier nach Aare, wenn man die Pisten anschaut, jetzt speziell zum Super-G, das Gelände, auf was wird es da drauf ankommen? So wie bei jedem Super-G, versuchen die engste Linie zu fahren, den Schwung von oben bis unten mitzunehmen, keine Fehler machen. Ja, wer das am besten macht, der ist vorne. Wer ist für dich der Top-Favorit jetzt im Super-G? Boah, ich glaube nicht, dass es einen Top-Favoriten gibt. Also es gibt sehr viele gute Athleten. Der Matthias Mayer zum Beispiel hat sich sehr gut präsentiert in der Saison, aber auch Dominik Baris, Fersel Pepe, der den letzten Super-G gewonnen. Also es sind doch sehr viele große Namen, die was vorne mitreden werden.